Willkommen zurück zu Warhammer Teil 2. Wir spielen die Zitadelle der Ewigkeit. Mit wir meine ich mich alleine und mit ein paar Randoms hier. Wir haben es gerade eben schon mal versucht. Auf jeden Fall habe ich da ein gutes The Ende chaos für, wastes are wenn ever ich mir wieder eine changing, Beam and so Compilation is your path. zusammenschneide. Once started, a pilgrimage must be seen Und through to ja, the end. Sights waren alle auf marked der with a Treppe. halo are Es cursed wurden by zwei the Banner king's god. aufgestellt. Ich I'm wollte durchwaschen und die sure auf mich nothing ziehen. will go wrong. Hat nicht so gut geklappt. Jemand hat dann die Banner zerstört und alle anderen sind runtergefallen und gestorben. War einfach ziemlich amüsant gewesen. War aber zum Glück auch nur das zweite und nicht irgendwie das dritte oder vierte oder fünfte Level. Von daher ist es nicht so dramatisch gewesen. Wir haben sowieso, beziehungsweise ich habe sowieso noch Müll aus den Kisten, beziehungsweise als Segen bekommen. Hab als letztes nochmal temporäres Leben bekommen, aber Regeneration war jetzt nicht gerade so geil. So, dann hol ich mal die Münzen. Try not to waste this potion. Corn has cursed this place. Beware of exploding skulls. So, ich würde gerne dem Zwerg das geben. Gut. Genau, eine Sache ist jetzt schon ausgeschlossen. Autsch. Verdammte Treppen. Wie hab. Ich sollte das nicht wieder fragen. War echt ein übler Well Rattenoger. done. The reward is yours. So, hier. Das war nicht Duping, das war das mit dem Trank. 50%, dass ich. Dass ich den behalte. Kam irgendwie ganz komisch an. Ach, wir haben das Schädelbrotem oder wie es heißt. Genau, und ich bräuchte mal einen Trank. Vielleicht nicht den. Zurück. Wieder noch die ganzen Nahkampfwaffen von denen runterfallen. Ganz entspannt durch. Ich würde gern ganz gerne Blitze bekommen.
I suppose when you look at it right, Sigmar's a sort of ambassador God, isn't he? Ah, yes, Umgi. It's why the Empire flourishes. They have the good sense to come round to the door. So. Oh, ich hatte schon wieder ein paar Bannerträger. So, hier habe ich eine Bombe und hier ist nichts. Okay, weiter, zurück. Ich stehe hier auf dem Geländer. Ach, alles besser als den Trank, den ich jetzt habe. So, jetzt kann ich hoch. Ja, Munition ist jetzt nicht das, was ich gebrauchen kann. Gut, ja, habe ich mal nichts gefunden. Also ein paar Münzen ist gut. Ich dachte, ich hätte eine 50% Chance, dass ich den Trank bekomme. Wenn ich meine Fähigkeit benutze. Aber das war eine ziemlich schlechte 50%ige Chance. Ja, jetzt hat es geklappt und jetzt ist kein Gegner mehr da. Wunderbar. Hier 100 soll ich mir was holen? Ja. Okay, ich stupe nicht. Doch, ich stupe auch. Das ist ja mal nett, perfekt. Guck mal, ob hier noch was liegt. Manchmal liegt hier noch was. Nö, diesmal nicht.
Ja gut, wir haben ja eigentlich alle was. Kommst du näher? So, wir haben zwei Leute, die duken können, Kuba und ich. Das ist gut. Jetzt bräuchten wir noch die Morgrems Bombe oder wie es heißt. Vielleicht kriegen wir die jetzt dann bei dem Schrein. Wir werden sehen. Wenn wir Eier bekommen, können wir nochmal ein paar Monster fertig machen und Münzen bekommen. Das wäre auch ganz cool. Oh, das war eine schnelle Runde. Wir sind erst bei 11 Minuten. Aber es muss nichts heißen. Wahrscheinlich zieht sich die jetzt dafür in die Länge. Bombe mit. Naja. Wir sind leider schon unten. Zinch has manifested something strange and deadly. Oh ja, wir haben den Eierbruch. Ich würde gerne einen Stärketrank oder so bekommen. Aber das versperrt uns sogar den Weg. Jo, ich bin dafür. Ich schieße erst und werfe dann eine Bombe. Ah, noch ein paar, dann bin ich wieder bei vollem Leben.
Ja, ich möchte den mitnehmen. Vielleicht ist was Besseres als ich habe. Nö. Natürlich nicht. Okay, Salzband hat die ja schon alle fertig gemacht hier. Oh ja, die Bomben, den Potion würde ich gerne nehmen. Bitte, bitte. Ja, endlich mal was anderes. Endlich mal was, was mir mehr nützt als hier. Dingens. War aber nicht nur einer, kommt noch ein zweiter gleich irgendwo. As Sigmar can become a god, so can any of us. Wer hat denn kein Loot? Das war hier eher die Frage. May this potion cure more than it causes. Bisschen viel. Nö, passt noch. Passt noch. Ich schnau mir den mal. Da. Wir nochmal Medics. Na, ja, das. Ich weiß. Gut. So, ich heb mir auf, weil es danach einen Schrein gibt. So, was gibt's hier? Endlosbomben. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade besser ausgerüstet als teilweise im Late-Game von Chaos Wastes. Schon ein bisschen traurig.
Gut. Ah, hier stehen noch ein paar rum. Okay, ich schnau mit den dann. Okay, wir hatten nicht auf den geschossen. Ganz froh, dass sie kurz hier abwarten. Und da habe ich mir mal geschnappt. Kann ich gleich nochmal droppen? Okay, warten wir dann kurz. Was aussuchen? Ja, boah. Toll. Eins besser als das andere. Ich dachte, das andere Monster wäre schon gespawnt. Warte noch eine Sekunde. Nö, da war kein Gegner. So. Hopp und hopp. Ich werde den Assassinen um mich herum, aber ich sehe den nicht. Der Zwerg hat einen. Ich wäre enttäuscht, wenn jetzt ein kleines Monster kommt. Jawohl. Ja, also der Trank ist schon ziemlich gut, wenn er
wenn ich den nutzen kann, den Stärk hier. Jetzt ignoriere ich. Aha, okay, ich nehm's. Nein, nur 20 Münzen nur. Schade. So, ich stell mich mal rein. Und dann geht's schon weiter. So, schalt mal. Ich meine Minute weg bin und bis in der Sekunde. There are demons in every shadow. Gird yourself, Gasrat! Don't stand there, watching it's going to explode! Blood everywhere and another one's gone! Dann bin ich wieder da. So. Ich glaube, die haben gerade noch ein bisschen Pilgrims Coins to gain miracles. Ein bisschen gewartet. Was ist denn da noch gerade passiert in der Zwischenzeit? You can spend Pilgrims Coins. Nichts Besonderes. To receive boons. Oh, wenn ich pariere. Or if you have enough, perhaps you might seek a miracle for the whole party. Don't worry, you each have your own coins. Spend or save as you wish. Ich nutze einfach die Heilung an Gruber oder so. Oder ich nutze sie an mir selber. Und dann droppe ich die Bombe. Aber ich will unbedingt den Dingens hier holen. Unbedingt den Trank will ich behalten. Das ist mir sehr wichtig. So, als hätten wir eine Wahl. Ausdauer. Gleich habe ich wieder so 10 Millionen Schilde. So. Ja, ich hoffe, Fat Shark würde noch ein bisschen auf den Modus hier aufbauen. Das mit so Zitadelle ist ganz cool, aber ich wünsche, es gäbe auch sowas wie eine Arena oder so, wo man einfach endlos weiterkämpfen kann, bis man halt irgendwann fertig gemacht wird. Vielleicht sogar eine Chance dazu entkommen, wenn man möchte, nach so und so vielen Runden. Das wäre ganz cool, finde ich. Okay. Erbracht. Ein paar Minuten. Platz geschrieben gehabt. Hush your yelping, Truber. Get another bomb. Welcome to the war. Right here, right now. Perfekt. Dann können wir ein paar Sachen tupen. In der Zwischenzeit. Na, es lädt doch sowieso wieder 1000 Jahre auf.
Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt angegriffen werden kann. Wir können uns die Umgebung ein bisschen anschauen. Wellen, wenn ich aufs Wasser schieße? Oh ja, tatsächlich, so ganz kleine. Das ist nett. So, that patron god of yours. Why that one? Why not someone else? Oh, I would explain, but I doubt you'd understand. Ich bin mal gespannt, was es bei Dingens gibt hier. Bei Darktide als Tränke oder so. Sowas wie Folianten oder so wird es wahrscheinlich geben, so Bücher. Grimoire, bin ich mal gespannt, was es in Darktide sein könnte. Propetenschlag. Finde ich gut. Aber bei mir lädt es halt immer noch eine Stunde auf. So. Noch ein Viertel, dann kann ich wieder gucken. Ja, ja. Gut. Genau, Victor braucht noch eine Sekunde. Hat schon mal ein bisschen Wellen gemacht. Hier, ich habe übrigens, ja, ich würde sagen gestern, beziehungsweise heute, aber es ist ja, wenn die Folge rauskommt, wieder Wochen her, Meme-Montagen hochgeladen. Nichts Außergewöhnliches, einfach nur ein paar Funny Moments und so. Ich habe 2 Stück gemacht. Und ich werde dann nochmal eine dritte machen. Beziehungsweise die zweite wird am Donnerstag rauskommen. Wir haben jetzt den 3. Oktober, also irgendwie 4. 5. oder so. Irgendwie dann. So. Jetzt hat auch der Zwerg die Bombe. Perfekt. Jetzt haben wir alle Bomben. Wunderbar. Oh, ich find's toll, wie lange der Trank jetzt hält. So. Ich hab so viele Sachen halt hier bekommen, aber... Ja, das ist mein Standard. 50% ist gut. Hier Ausdauerschilder. Bum. Ist auch mein Standard, den ich eigentlich normal habe. Genau, den habe ich ja gerade eben bekommen. Und, oh, die sind bei 500. Na, stimmt. Macht schon Sinn. Na, du hast gar nichts gedrückt, Uwe. Ich aber auch nicht. Und Victor braucht noch eine Sekunde. Ich finde schade, dass sie nicht steht. So und so lange ist es her. Ja. Wenn sich das überhaupt gerade einer anguckt, wie ich hier warte. Sehr interessant. Nicht wahr? Ich glaube, wenn wir gar nicht aus dem Spawn rausgehen, spawnen auch gar keine Monster so. Gar nicht. Keine Gegner. Ah, liegt das wieder da. Gut. Wir haben alle eine Bombe. Gehen wir nochmal Heilung.
Und dann geht's los. I shall wait with bated breath. Do not interrupt. I was eulogizing. Here, mate. Maybe we've scared him off. I don't think so neither. Ja, ich werde den ja sowieso nicht nehmen, aber ich werde den trinken. Weil ich ausgewichen bin. Gut. Kritische Chance. Und das Abblocken erhöht meinen Schaden gegen, glaube ich, nur den einen Gegner. Aua. Genau, da hinten haben die, glaube ich, mal geguckt. Da war nichts. Healing draft here. The shield bearers. Okay. Ich würde den gern bekommen. Meine kritische Chance ist echt übel gut. Na, schade, jetzt habe ich nicht mehr einen Prophetenschlag. Oh, vielleicht kriege ich von Victor, wenn er droppt, Prophetenschlag. Das wäre ganz cool. Nix. Danke. Ja, ich halte dich mal.
Ja, das explodiert. Die Kohle überm Segel. Oh, ich warte noch kurz auf den Zwerg. Und dann geht's auch schon weiter. Schauen wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Oh ja, hier gäbe es nochmal ein Dingens, aber das lasse ich mal außen vor. So, ist dead. Genau, das ist das Problem an den Trollen, die haben gerne mal den Bug, dass die nur bis zur Hälfte Schaden bekommen, wenn man die Kroger killen würde. Die wollen irgendwie, dass ich das hier nehme. Ich habe irgendwie 20% jetzt kritische Chance plus. Oh Gott. Heilungszeug. Hier haben wir nochmal Lebenshauben. Hier Munition. Und ein bisschen Geld. Hier wäre gelb, aber will ich jetzt nicht holen. Die sind gerade hinten gespawnt und ins Wasser gefallen. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber nicht gut. Ich würde sehr gerne jetzt noch Dings bekommen hier, Blitze. Bin ja schon enttäuscht, dass hier nichts runterkommt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass mal wieder ein Monster kommt, gleich. Ich würde gerne noch hier oben kurz hingucken. Nur eine Sekunde. Okay, gut, geht nicht. Here.
Und hat der Zwerg die auch mitgenommen? Nimm ich mal die Heilung mit. Oh! Kann ich direkt einsetzen? Vielleicht kriege ich Rias Jägergefäß oder so in dem Schrein jetzt. Ist das ein Schrein oder ist das ein... Na, ich guck mal, wie das genau heißt. Weiß ich schon gar nicht mehr. Schrein müsste, glaube ich, trotzdem sein. Ja, Schrein. So. Ja, so ist gut. Mehr Money. Oh, das ist gut. Von euch kann gern jemand das obere kaufen, wenn er möchte, oben links, aber ich bleib dabei, wie es jetzt ist. Der gar kein Rahmen fällt mir jetzt erst gerade auf. Vielleicht haben wir jetzt den Money-Segen. Der wäre ganz cool. Dass die Orbs fallen lassen. Das wird ziemlich cool. Ich habe 50% mehr Leben. Darf ich auch nicht vergessen. Irgendwie 50 oder nein, wie viel? Ja doch. Boom. Wo ist die Bombe da? Gut. Zeitschaden erleiden wir, okay. Das heißt, den hebe ich mir mal gut auf. Der Stab hier so rumbackt. Meinen will ich aber behalten. So viel zu unsichtbar. Ah, vielleicht ging der Angriff auch gar nicht auf mich. Ach, den Monster oder irgendwie sowas. Noch 52 Münzen. 50, 25, 24 Münzen. Ich
Beeil mich. Es gibt was Gutes. Wie gesagt, lag auch vielleicht. Ah, oh, 2 Bocken haben die schon verbraucht. Da hoffe ich, dass ich mal dass ich mal eine gute Bombe bekomme. Mal behaupten, bei den Händen geht das. Dann machen wir nochmal einen Giftanger. Ich bin da mal so frei. Well done. The reward is yours. Wusste ich doch, dass da noch einer lebt. Ah, nicht runterfallen. Ah, ich glaube, der hat's überlebt. Ich bin schade, dass es nicht mehr Level gibt. Hier in der Zitadelle.
Gut, dass der Storm hier nicht rein kann. So, da sind wir schon am letzten Part der Reise. Einen Imperatorstuhl gibt es jetzt auf jeden Fall, ob wir es schaffen oder ob wir es nicht schaffen. Aber zwei weitere werden wir wahrscheinlich trotzdem bekommen. So. Ich bin jetzt gespannt, was es hier noch gibt als Flug. Vielleicht das mit Münzen wäre lustig. Beziehungsweise dass Gegenstände getroppt werden. Na, das kann ich mir schon schwer vorstellen. Hatte ich noch gar nie gehabt hier hinten. Mhm. Was anderes. Fight now and rejoice! I thought there'd be one last battle. Let me patch my wounds. Gotcha. Bombs here! Wir haben alle Tuten. Das ist gut. Was für große Fenster. Sind wir gerade schon wirklich schön weggeflogen. Uiuiui. Ich einfach durch crashen kann. Random Fernkampfwaffen möchte ich niemals haben. So viel kritische Kraft. Ja, nicht so gut. Ja, nicht, wenn man eben hier lang boostet, dass man dann so runterfällt. Kann ich den Viktor geben? Hm?
Ich hoffe, ich krieg jetzt einen. Ja. Ich hab gehofft, dass ich an dieser Stärke bekomme. Natürlich habe ich es jetzt bekommen. Gut, ich mach dann mal. Kann schon mal losgehen. Ja, ja, ich verschwende ein bisschen Heilung. Ja, schade, dass das schon alles war jetzt. Well done. Now, beseech the gods. Jetzt kommen die ganzen Bomben nochmal raus. Ah, das war eine relativ entspannte Runde. Ich habe aber eine Menge Schaden bekommen. Allein jetzt beim letzten Part. So, dann sehen wir mal, was es hier für uns gibt. Gut, dass es eine Imperator-Truhe gibt, ist klar. Und uiuiui.
1700, ja. Werde ich irgendwann mal weiter drücken. So. Und wer es bis hier noch durchgehalten hat, den wünsche ich noch einen schönen Tag. Man sieht sich dann vielleicht schon in der nächsten Folge.